Hey Leute, wir sind immer noch auf der Suche nach Kuno. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine kleine Herausforderung für euch. Wie wäre es denn, wenn ihr alle mal auf die Glocke klickt? Die ist ganz wichtig für YouTube und für uns. Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit. Klingt schwer, aber ist vielleicht machbar für euch, oder? Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1. Na, habt ihr die Glocke geläutet? Alles klar, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Rettet Baby Knack. Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei der neuesten Karlchen-Knack-Folge Rettet das Baby Knack. Viel Spaß wünsche ich. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen im Fall des verschwundenen Babys? Nein, gar nicht. Die einzigen, die ich mit Babys gesehen habe, waren Eltern oder Pfleger, die sie zur Untersuchung gebracht haben. Vielen Dank für die Information. Wie sieht's bei dir aus, Sabrina? Hast du schon irgendwas rausfinden können? Sie können uns wirklich nichts sagen über den Fall des verschwundenen Babys? Lassen Sie mich mal nachdenken. Nein, nicht wirklich. Frau Knack hat uns nur erzählt, dass irgendein unbekannter Pfleger das Baby mitgenommen haben soll. Das ist ja furchtbar, Herr Doktor. Ich hoffe, wir finden das Baby schnell. Vielen Dank für die Information. Nein, bei mir leider auch nichts. Okay, fragen wir weiter. In Ordnung, Herr Martin. Bleiben Sie schön still liegen und... Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein bisschen Zeit? Kurz? Was erlauben Sie sich? Wir sind hier gerade mitten in einer Behandlung. Bitte gehen Sie. Machen Sie den Behandlungsraum frei. Was soll denn das? Entschuldigen Sie, aber wir ermitteln gerade in dem Fall des gestohlenen Knackbabys. Haben Sie irgendjemand Verdächtiges gesehen oder so etwas? Nein, und bitte verschwinden Sie jetzt hier. Ich weiß von nichts. Sind Sie fertig, Doc? Nein. Und jetzt legen Sie sich bitte wieder hin. Hehe, die Serie kannte ich ja noch gar nicht. Hallo Junge, hast du mal kurz Zeit für uns? Wir haben ein paar Fragen zu einem Fall. Nee, ich habe gar kein Baby gesehen. Kann ich jetzt bitte weiter Fernsehen gucken? Höchst seltsam, Junge. Ich habe doch noch gar nichts von einem Baby erzählt. Das macht dich auf jeden Fall höchst verdächtig, mein Kind. Ja, aber die 5 Polizisten, die vor Ihnen da waren, denen habe ich doch schon alles erzählt und hier gibt es kein Baby. Sind Sie bereit, Officer Weasley? Bereit, Officer Hagrid. Lassen Sie uns auf Spurensuche gehen. Sehr schön. Also gut, lass uns anfangen. Auf geht's, Officer Weasley. Wir finden das Baby. Vielleicht hier? Oder dort? Ist es etwa hier? Karlchen, mein lieber kleiner Kuno. Beruhig dich, Carla. Toni weiß wirklich, was zu tun ist. Er wird alles daran setzen, dass wir den kleinen Kuno wiederfinden. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder haben. Ah, perfekt. Da ist Toni ja schon. Na, Karlchen, wie geht es euch? Naja, nicht so sonderlich gut, ne? Aber sag mal, Toni, wie ist der Stand der Ermittlungen? Gibt's was Neues? Tja, Karlchen, wir tun wirklich alles, was in unserer Macht steht. Aber bisher hat weder jemand was von dem Baby gesehen, noch etwas von dem unbekannten Täter erfahren. Ich befürchte leider, dass sie das Krankenhaus schon verlassen haben. Oh, das ist ja furchtbar. Mein kleiner Kuno. Toni, das kann doch nicht wahr sein. Los, los, tu etwas. Ja, ich tue ja schon alles, was geht. Unsere Männer tun echt alles, was in ihrer Macht steht. Und wir werden auch noch weiterhin unsere Maßnahmen verschärfen. Wir werden jeden Krankenhausmitarbeiter gründlich unter die Lupe nehmen, um zu erfahren, ob er irgendwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Mach dir keine Sorgen, Karlchen. Wir werden euren Kuno auf jeden Fall noch finden. Oh, gründlich unter die Lupe nehmen. Ich mach mal lieber die Biege. Toni? Da will, glaube ich, gerade einer fliehen. Toni, der haut ab, den schnapp ich mir. So, langsam, langsam, la la la. Ich hab ja nichts getan. Mal schauen, ob mir jemand folgt. Halt, stopp, stehen bleiben. Dich hol ich mir. Uah, schnell weg. Na, warte. Was soll das? Ich hab doch nichts getan. Das war doch nur ein Riesenmissverständnis. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich du wäre. Nimm das. Nein, bitte nicht. Guten Morgen. Da scheint ja jemand wieder wach zu werden. Was ist passiert? Ah, das ist ganz hell hier. Okay, was weißt du über den Verbleib meines Babys? Das blendet total und ich weiß auch gar nicht, wovon du redest. Das glaube ich dir nicht. Und zu deinem Besten würde ich dir raten, auf jeden Fall mal etwas auszuspucken, was du weißt. Nein, ich sag nichts. Du sagst nichts? Das bedeutet aber, du weißt etwas. Los, komm schon, sag es mir. Wer ist dein Auftraggeber?
Sag's mir, was wolltest du von meinem Baby? Okay, ist ja gut, ich rede ja schon. Mir wurde sehr, sehr viel Geld geboten, wenn ich dem Auftraggeber erzähle, wann das Baby von euch im Krankenhaus ist. Wer ist dein Auftraggeber? Los, erzähl es mir. Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, ich schwöre. Ich habe nur eine Telefonnummer bekommen. Lüg mich nicht an. Sag mir gefälligst, wo ich den finden kann. Los, mach ein Geständnis. Erzähl mir alles, was du weißt, sonst... Was ist denn hier los? Hä? Toni? Karlchen, kannst du mir bitte mal erklären, was das Ganze hier soll? Mensch, Toni, stör mich doch nicht. Ich bin gerade mitten in einem Verhör. Er war gerade dabei, mir zu erzählen, wo ich das Baby finden kann. Nein, das mache ich gar nicht. Das kann ich auch gar nicht. Hilfe, helfen Sie mir. Karlchen, das reicht. Tut mir leid, aber du wirst jetzt offiziell von dem Fall abgezogen. Das nimmt dich alles viel zu sehr mit. Was? Vom Fall abziehen? Das kannst du nicht machen, Toni. Es ist doch schließlich mein Kuno. Und ob ich das kann, Karlchen? Geh am besten mit Carla nach Hause und beruhig dich ein wenig, ja? Nicht, dass du nachher noch was Unüberlegtes tust. Aber Toni, wenn ich den Kerl nicht kriege, wer denn bitte dann? Mensch, Karlchen, hör doch mal auf, nur an dich zu denken. Denk doch auch mal an Carla und den kleinen Kuno. Carla braucht dich jetzt mehr denn je. Ja gut, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht sollte ich wirklich nach Hause gehen. Aber Toni, du hältst mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls es Neuigkeiten gibt, ja? Aber natürlich, Karlchen. Du kannst dich auf mich verlassen. Denn ich bin Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Und die Gerechtigkeit wird siegen. Komm, Carla, lass uns nach Hause gehen. Du hast seit Kunos Geburt noch nicht einmal richtig geschlafen. Ruh dich lieber zu Hause aus, ja? Ja, Karlchen, du hast recht. Das sollte ich. Lass uns nach Hause gehen. Unser leeres Zuhause ohne Kuno. Oh je, arme Carla. Das nimmt sie wirklich sehr, sehr mit. Hä? Was ist denn das? Karlchen, was ist denn los? Ich dachte, wir wollten nach Hause. Geht ihr schon mal vor. Ich habe da noch etwas zu erledigen. Was? Aber Karlchen. Komm, Carla, wir gehen besser nach Hause. Du solltest dich jetzt wirklich ein bisschen ausruhen. Ja, Opa. In Ordnung. Pass auf dich auf, Karlchen. Auf nach Hause. Das sieht mir aber nicht nach normalem Müll aus. Wenn ich mich nicht irre, dann ist das eine super weiche Maxi-Windel. Oh ja. Das ist es. Genau die gleiche trägt Kuno auch. Hä, was ist denn das? Da sind ja noch mehr von diesen Knollen. Das geht ja immer weiter. Das ist ja wie eine Spur. Das könnte ja... Ja, das ist bestimmt eine Spur von Kuno. Ja, ich wusste es. Der Kleine kommt ganz nach seinem Papi. Warte, Kuno. Ich komme. Aha. Hier ist einer. Da. Hier ist auch noch einer. Okay, das war's. Das ist der letzte. Das war das letzte Stück Windel hier. Vielleicht ist dann ja noch was hier in der Nähe versteckt. Nein, da nicht. Nee. Mist, wie soll ich denn Kuno in diesem Wald hier finden? Der könnte ja überall sein oder schon längst weg oder woanders. Mensch, das ist doch Kuno. Warte, Kuno. Papi, komm dich retten. Was schreist du denn so? Hör auf damit, sofort! Na komm schon, aufhören hab ich gesagt. Hast du vielleicht Hunger? Oder bist du müde? Oder hast du etwa eine volle Windel? Nee, das scheint es nicht zu sein. Das scheint dir zu gefallen, was? Okay, alles klar, genug gespielt, ab ins Bett mit dir. So, dann wollen wir dich doch mal in die Heier bringen. Was ist denn jetzt schon wieder? Na gut, dann fütter ich dich halt jetzt. Ja, so ist gut. Und jetzt, wo du satt bist? Himmel, Herrgott, was wolltest du denn jetzt schon wieder? Na gut, keine Sorge. Ich weiß schon. Onkel El Presidente will das Ganze schon schaukeln. Du hast doch nicht etwa... Oh, du hast es tatsächlich gemacht. Weißt du eigentlich, wie teuer so ein Anzug ist? Warte, das wirst du mir büßen, Kleiner. Ha? Was soll das? Das hast du doch mit Absicht gemacht. Ah, da ist ja mein kleiner Kuno. Oh, mein armer, kleiner Kuno. Ja, El Presidente war's. Na, warte, den werde ich mir schon vorknöpfen. Denn ich bin Karlchen Knack, Meister in allem. Naja, aber wenn ich jetzt alleine was mache, könnte ich Kuno in Gefahr bringen. Und das wäre echt nicht gut. Ich sollte am besten Toni zu Rate ziehen. Ja, wie, was meint ihr damit, ihr findet keine Hinweise? Leute, wenn euer Job lieb ist, dann solltet ihr gefälligst ein paar Hinweise mal ranschaffen. Toni? Ja, Karlchen, einen Moment.
Kurz warten, bitte. Also, Männer, sucht gefälligst weiter. Verstanden? Also, Karlchen, was gibt es? Was kann ich für dich tun? Moment mal, Karlchen, was machst du denn hier? Toni, wir müssen reden. Es geht um Kuno. Ja, es tut mir leid, Karlchen. Ich habe bisher noch keine Hinweise finden können. Vielleicht nicht du, Toni, aber ich. Was? Du hast Kuno gefunden? Aber Karlchen, ich habe dir doch gesagt, du sollst zu Hause bleiben und nicht auf eigene Faust ermitteln. Ist Kuno denn jetzt in Sicherheit und wer hat ihn überhaupt entführt? Immer mit der Ruhe, Toni. Kuno ist leider noch nicht in Sicherheit. Dafür brauche ich aber deine Hilfe. Bitte sammle so schnell es geht ein SWAT-Team zusammen und da müssen wir auch schon los. Hier bleibst du, und zwar so lange, bis dein Papi versucht, dich zu retten. Und dann wird er endlich mein sein. Karlchen Knack wird dich retten, und ich kriege dann Karlchen Knacks Geheimnis. Ja, es wird alles meins sein. Ups, hoppla, ich brauch dich schließlich ganz, nicht wahr? Zugriff! Was? Hallo, Herr Präsident. Übergehen Sie das Baby. Was? Wie habt ihr mich gefunden? Naja, der kleine Kuno hat einfach eine Spur hinterlassen, der wir einfach folgen mussten. So einfach. So klein und schon so schlau. Ja, ja, auf dich muss ich achten, Kleiner. Hier, nimm ihn. Sehr schön. Komm, Kuno, auf zu deinen Eltern. Mami und Papi warten schon auf dich. Kuno? Bitte schön, Carla. Der Kleine ist wohlauf. So, da Kuno. Bin ich wieder mit dem kleinen Kuno. Karlchen, halt mal bitte Kuno. Aber natürlich, Mausebein. Aber sag mal, was hast du vor? Das wirst du sehen. Ich habe da noch was zu erledigen. Hey, Herr Gret, komm schon. Für ein paar Mäuse extra kannst du mich doch freilassen, oder? Oh, das hat doch schon beim letzten Mal nicht geklappt. Also, warum sollte das jetzt klappen? Hallo, El Presidente. Hallo, Carla. Keine Sorge, ich habe mich um den Kleinen echt gut gekümmert. Du musst mir nicht danken, Oh, mach dir keine Sorgen. Bedanken werde ich mich schon nicht. Aber vorher, wie kannst du es wagen, einer frisch gebackenen Mutti ihr Baby zu klauen? Und hier mein Dankeschön. Kopfschmerzen. Oh, was ist denn passiert? Sieh mal, Toni, er ist aufgewacht. Yep, perfektes Timing. Was? Nein! Na, warte, Karlchen. Eines Tages wird es Rache geben. Und dann gehört das Karlchen-Knack-Geheimnis mir. Ha? Schön, Sie zu sehen, Herr Präsident. Ja, willkommen in unserer Zelle. Oh nein, ihr etwa? Oh Mann, kann ich nicht wenigstens eine Einzelzelle kriegen? So, endlich ist El Presidente hinter Gittern. Es hat zwar etwas gedauert, aber jetzt haben wir ihn auf jeden Fall dingfest gemacht. Und so, Martina, jetzt tue ich das, was ich hier schon so lange tun wollte. Huch, Toni. Oh, Toni. Ja, Martina, ich wollte dich schon lange fragen, ob... Hey, was soll das? Das können Sie doch nicht so einfach machen. Ich habe doch mein Wort gehalten. Ich bin sogar Polizist geworden und habe jetzt sogar noch El Presidente hinter Gitter gebracht. Ja, das ist richtig, Karlchen. Unsere Abmachung ging so lange, bis El Presidente hinter Gittern sitzt. Und das ist nun geschehen. Karlchen, du bist verhaftet. Was? Das können Sie doch nicht machen. Habt ihr das gehört? Ich bin verhaftet. Dabei war ich doch so ein so guter Polizist. Leute, habt ihr eine Idee, wie ich aus der ganzen Sache wieder rauskommen soll? Wenn ja, dann schreibt's mal in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Geschichte, klickt hier oben auf das Logo. Dann abonniert ihr mich. Und hier rechts noch zwei andere Videos. Da könnt ihr mal schauen, was in der Vergangenheit alles schon so passiert ist. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.